Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von CyberPod Unboxing. In der Verpackung haben wir heute das neue Huawei Honor 6, wobei es sich um eine Modellreihe handelt, die erst vor kurzem in Deutschland veröffentlicht wurde. Doch wir checken erst einmal nur den Lieferumfang. Zunächst haben wir das Smartphone selbst. Daneben gibt es noch ein Netzteil, ein USB-Ladekabel, ein Headset und ein Benutzerhandbuch. Aus Angst vor Kratzern wurden auch zwei Schutzfolien beigelegt. Das Honor 6 ist ausschließlich aus Kunststoff gefertigt, auch wenn man meinen könnte, der Rahmen besteht aus Metall und die Rückseite aus Glas. An der sehr guten Verarbeitungsqualität ändert dies jedoch nichts. Auffällig ist außerdem das relativ geringe Gewicht von 130 Gramm, wodurch das Gerät sehr gut in der Hand liegt. Der Bildschirm ist 5 Zoll groß und löst mit 1920x1080 Pixeln auf. Über dem Display haben wir neben dem Lautsprecher eine üppige 5 Megapixel Frontkamera. Die Hauptkamera löst auf der Rückseite mit 13 Megapixeln auf. Für Lowlight-Situationen steht ein Dual-LED-Blitzlicht bereit. Rechter Hand sind die Lautstärkewippe, der Ein- und Ausschalter sowie die Micro-SIM- und Micro-SD-Kartenslots zu finden. Mikrofon und USB-Anschluss befinden sich an der unteren Seite. Die Audiobuchse wurde an der oberen Seite verbaut. So viel erst einmal dazu. Wir freuen uns, euch bei unserem Testbericht wieder begrüßen zu dürfen.